noch welche, die pausenlos an nichts anderes mehr denken können. Und ja, schließlich haben wir dann noch jene unter uns, die an sowas keine Zeit verschwenden. Die völlig zufrieden sind damit, am Morgen aufzustehen, zu frühstücken und in ihre monotone Arbeitsstelle zu fahren. Das dafür erhaltene minimale Gehalt für ein Fahrzeug anzuzahlen, das, wenn sie mit Abbezahlen fertig sind, nur mehr noch den Schrottwert besitzt. Während sie den kümmerlichen Rest ihres Lohns in Versicherungen investieren, die einen gegen die Übel der Welt schützen sollen. Und das tun sie Tag für Tag, für Monate, für Jahre. Manche schaffen das sogar jahrzehntelang, wo sie dann den Lohn für ihre Mühen bekommen, die Rente. Man muss zuerst begreifen, wie die Welt funktioniert. Sie belohnt nicht Ehrlichkeit, Unabhängigkeit, sondern Gehorsam und Dienstfertigkeit. Der folgende Artikel ist für die Menschen gedacht, die noch einen kleinen Anstoß zum Umdenken brauchen. Die Menschen werden immer dümmer. Sie werden dadurch alles andere als dümmer. Gute Nachricht für sogenannte Regierungen und sonstige Berufskriminelle. Die durchschnittliche Intelligenz der Menschen schwindet mehr und mehr. Vor tausenden Jahren, als die Menschen noch in kleinen Gruppen durch die Wildnis streiften, waren intellektuelle Fähigkeiten entscheidend zum Überleben eines jeden Menschen. Seit die Menschheit jedoch Ackerbau betreibt und in größeren Gemeinschaften zusammenlebt, ist die Intelligenz des Einzelnen weniger wichtig geworden. Bekämen wir die Intelligenz des Einzelnen weniger... Bekämen wir heutzutage Besuch von einem Bürger aus dem antiken Griechenland, so wäre der Zeitreisende uns intellektuell weit überlegen. Er wäre einfallsreicher und hätte ein besseres Gedächtnis. Eine Steigerung geht von einem niedrigen Niveau aus. Und Vorgänger bitten für Hurra, wenn er von einem psychopathischen Irren gefragt wurde, wollt ihr den totalen Krieg? Intelligent? Nicht wirklich. Danach wählte der geistige Versimmte 60 Jahre lang immer und immer wieder dieselbe Partei, obwohl diese ihn selbigen Zeitraum ausschließlich belogen, betrogen und ausgenommen haben. Intelligenz? Nicht die Spur davon. Flexibilität? Nicht im geringsten. Erzählt man einem eine einfache Tatsache, dann ist diese derart neu, dass er vollkommen verblüfft ist. Die Methode Brot und Spiele, die schon Julius Caesar erfolgreich in Anwendung brachte, ist leider auch zu hoch, um den Sinn dahinter zu begreifen. Mehr als 40 Millionen sind Fußballgeil. Dass Fußball nicht nur Unterhaltung, sondern in erster Linie zur Verblödung und zur Ablenkung von wichtigen Dingen dient, welche die Zukunft jedes Einzelnen betrifft, ist vielen gar nicht bewusst. Davon will man auch gar nicht erst was wissen. Denn wenn er mit seinen ebenso klugen Kumpels vor der Klotze hockt und gemeinschaftlich mit diesen rumgrunzt, dann kann er sich als Experte aufspielen, was ihm natürlich wesentlich wichtiger als jede Tatsache ist, dass er durch Fußball verblödet und abgelenkt werden soll. Wer sich nämlich nur noch für Fußballereignisse interessiert und ausschließlich darüber quasselt, wie denn wer gespielt hat und was dabei denn wieder mal angeblich so alles falsch gemacht wurde, der interessiert sich selten für politisches und sonstige Tagesgeschehen und tauscht sich auch nicht mit anderen darüber aus. Das wissen natürlich auch die Damen und Herren Herrschenden und sonstige Berufsverbrecher. Darum wird Fußball gesponsert. Darum wird die Allgemeinheit vollgestopft mit Unwichtigen, damit wir bloß nicht mitbekommen, was in diesem Lande so alles vor sich geht. Uns geht's doch noch gut. Sicher haben Sie diesen seltenen dummen Satz schon oft gehört, dass es uns ja angeblich gut ginge. Leider können manche nicht zwischen sich, uns, jeder und alle unterscheiden. Aus diesem Grund erklären wir einmal den Unterschied zwischen jeder und alle. Der Allgemeinheit wird das Märchen vorgeflunkert, dass jeder zu etwas bringen könnte oder dass im Lotto Millionen gewinnen kann. Oder dass jeder im Lotto Millionen gewinnen kann. Jeder schon, aber doch nicht alle. Unglaublich aber wahr, dass es zwischen sich, uns, alle und jeder doch tatsächlich markante Unterschiede gibt, die aber offenkundig leider fast niemandem auffallen. Zunächst allerdings folgende Frage. Haben Sie sich schon mal gefragt, warum der Arbeitnehmer in die Rentenkasse einbezahlt, der Beamte aber nicht, trotzdem aber aus der Rentenkasse seine Beamtenpension bezahlt bekommt?
Haben Sie sich schon mal gefragt, warum der Arbeitnehmer das und noch viel mehr seit Jahr und Tag mit sich machen lässt? Haben Sie sich schon mal gefragt, warum es sich Arbeitnehmer bieten lassen, dass sie als Arbeitnehmer oder Angestellter in die Krankenversicherung einbezahlen müssen, während sich andere günstiger privat versichern können? Ist doch echt toll, was der geistige, schlichte Mensch so alles mit sich machen lässt, weil ihm bei Zeiten das Hirn abgetrieben wurde. Und dann wählt der viele auch noch seit Jahr und Tag genau die Partei, die ihm das Hirn abgetrieben haben. Stellen Sie sich vor, Sie veräppeln jemanden wieder und wieder. Und dann macht er Sie auch noch freiwillig zum Herrscher über ganz Deutschland. Das ist doch eigentlich schon fast Kunst, oder? Aber weiter, viele, viele Deutsche sparen ja auch fleißig fürs Alter. Glauben Sie zumindest. Viele, viele Deutsche haben dafür eine von der sogenannten Bundesregierung und den Medien empfohlene sogenannte Riester-Rente abgeschlossen. Oder haben Sie sich schon mal gefragt, was Kapitalismus eigentlich ist? Haben Sie sich schon mal gefragt, warum Sie noch nie gegen Atomkraftwerke demonstriert haben? Haben Sie sich schon mal gefragt, warum Sie beim Wählen, bei Wahlen immer wieder aufs neue Parteien Ihre Stimme geben, die Atomkraft befürworten, CDU, SPD, FDP, Grüne, und Sie damit höchster gesundheitlicher Gefahr aussetzen? Sind Sie sich eigentlich darüber bewusst, auf was für atomare Zeitbomben wir hier alle sitzen, während die Allgemeinheit immer wieder schön CDU, SPD, FDP und Grüne auf die Regierungsbank wählt, die den Irrsinn überhaupt erst möglich gemacht haben? Haben Sie sich mal gefragt, was eigentlich passieren würde, wenn uns hier in Deutschland ein Atomkraftwerk um die Ohren fliegt? Das Dumme dabei ist, für die Evakuierung bleibt im Schnitt nur etwa 3 Stunden Zeit, wenn man schwere gesundheitliche Schäden vermeiden will. Noch dümmer dabei ist, es ist grundsätzlich vollständig unmöglich, innerhalb von 3 Stunden 3 Millionen Menschen zu evakuieren. Um es mal konkret zu machen, neueste Erhebungen haben ergeben, würde in Deutschland ein Super-GAU stattfinden. Das hat es ja gegeben, schon in anderen Ländern. Dann hätte das je nach Örtlichkeit mindestens 1,2 Millionen, jedoch bis zu 12 Millionen Tote zur Folge. Aber wählen Sie ruhig immer fleißig weiter Partei wie CDU, SPD, FDP und Grüne, welche die Bevölkerung wissentlich seit über 40 Jahren unverantwortlich gesundheitlichen Gefahren aussetzt. Auch die Kinder in Deutschland werden Ihnen dafür sehr, sehr dankbar sein. Hat Ihnen der Blödsinn wie DSDS, GZSZ, Bauer sucht Frau, Berlin Tag und Nacht, Barbara Salisch, Big Brother und so weiter, was es alles noch gibt im Fernsehen, noch gar keine Zeit gelassen, um sich mal mit wichtigen Dingen zu befassen? Wir lassen uns rund um die Uhr mit Dreck zudröhnen, selbst mal das Hirn beanspruchen. Vergessen Sie es. Das wird uns schon seit Jahr und Tag systematisch abtrainiert und ausgetrieben, was allerdings absolut kein Zufall ist. Denn je weniger der Mensch zum Denken gefördert wird, desto weniger nutzt er sein Hirn. Je weniger der Mensch sein Hirn nutzt, desto mehr verkümmert dieses. Je mehr das Hirn verkümmert, desto weniger Wissen findet in einem solchen Hirn einen Ankerplatz. Desto dümmer ist der Mensch. Je dümmer er ist, umso einfacher kann er regiert, belogen, betrogen, ausgenommen und noch mehr verblödet werden, als er obenhin schon ist. Wussten Sie eigentlich schon, warum das Recht auf Meinungsbildung sogar im Grundgesetz verankert ist? Weil Meinung nichts mit Wissen zu tun hat, sondern mit Unwissen. Frei nach dem Motto, ich bin der Meinung, dass das so oder auch so ist. Meinung also, Wissen, Fehlanzeige. Besäße man Wissen, bräuchte man sich keine Meinung zu bilden, sondern könnte aufgrund von Wissen Tatsachen mitteilen, statt auf Unwissen basierende Meinungen. Gerade das ist aber nicht erwünscht. Meinung und somit Unwissen ist es, was erwünscht ist und welches sich verbreiten soll, damit andere genauso verblöden. Das ist der Sinn von sogenannter Meinungsbildung, auf die ja alle so unglaublich viel Wert legen und auf die wir alle stolz sind. Wir legen also Wert und sind stolz darauf, dass wir uns gesetzlich garantiert gegenseitig verblöden dürfen. Ist doch toll, oder? Die Allgemeinheit wird dumm gemacht und dumm gehalten, ohne dass sie es merkt.
Die Allgemeinheit darf daher nicht länger beleidigt und empört darüber sein, dass sie dumm ist. Die Volksverblödungsmaschinerie läuft in Deutschland schließlich rund um die Uhr. Tag ein, Tag aus, 365 Tage im Jahr, inklusive Sonn- und Feiertage. Dass dabei die Allgemeinheit verblödet, ist nur logische sowie gewollte Konsequenz. Wenn jeder, der dumm ist, einsehen würde, dass er dumm ist, dann wäre schon sehr viel gewonnen. Ich war auch mal dumm. Leider meinen Dumme, sich darüber empören zu müssen, dass man sie über ihre Dummheit in Kenntnis gesetzt hat, statt sich darüber zu empören, was aus ihnen wurde, was sie original sind. Wir dürfen nicht länger den Luxus leisten, nicht zu wissen, weil es sich rund um die Uhr medial verblöden lässt. All jene, die noch nicht verblödet sind, sollten Courage haben. Haben Sie die Courage, sich unbeliebt zu machen, indem Sie anderen Menschen über Ihre Dummheit und über weitere Tatsachen aufklären. Und noch etwas zum Schluss. Wir sollen auf unsere Augen achten, denn sie können andere demütigen. Auf unsere Zunge achten, denn sie könnten andere verletzen. Niemand sollte einen anderen wegen seiner Lage auslachen. Denn meist sehen wir nicht das Wahre. Kümmert man sich um Gott, die Natur, den Kosmos oder wie die positiven Energien nennen mögen, wird der Teufel wütend. Danke, das war's.